Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kimono Wolf und heute spielen wir eine weitere spannende Folge Ghostmaster und zwar mit dem Level Calamityville Horror. Aber vorher würde ich gerne meine Geister noch ein bisschen aufrüsten mit dem Plasma, was ich aus den vorherigen Leveln noch gemacht habe. Ja, ist doch ein bisschen besser. Okay. Das will jetzt erstmal meine Geister aufbessern. So. Wen nehmen wir denn noch ziemlich häufig mit, wo es sich auch lohnen würde? Ich glaube, die Spinne, ganz klar. Aber Flower Power. Und Riesenschwarm ist mir ein bisschen zu teuer noch. Ist ein bisschen doof. Okay, gucken wir erstmal hier unten weiter. Was haben wir mit ihm? Vision habe ich den jetzt schon beigebracht. Also das war vorher noch nicht da. Also jetzt nicht denken so, hey, wie kommt das da hin? Ist ein Cheater. Hängt ihn. Nee, so was wollen wir nicht. Ist schon alles hier mit rechten Dingen. Was kann man denn noch gebrauchen? Nein. Verdammt. Ich dachte, jetzt könnte man mal hier irgendwie... Nein. Nee, das muss ich mir noch sparen. Hier draußen haben wir noch keine. Also, man sieht hier, uns fehlen noch verdammt nochmal richtig viele. Okay. Regen. Wehklagen. Oh, das war... Wehklagen war eigentlich eine ganz gute Sache. Ah, scheiße, das ist alles zu wenig. Na gut. Okay. Verdammt. Ne, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz nochmal was kontrollieren. Und zwar für das jetzige Level. Ja, okay, er kann's. Da brauchen wir nämlich von, brauchen wir nämlich den Zauber Kälte. Und das wollte ich halt einfach nochmal gerade kontrollieren. Also ich würde sagen, wir können jetzt direkt ins Level starten. Feuer frei. In diesen Mauern lebte eine reizende alte Dame. Doch mit der Zeit umwölkte sich ihr Geist. Sie wurde immer wirrer. Besuch war ihre größte Freude. Sie konnte sich von ihren Gästen gar nicht trennen. So mischte sie Arsen in ihren Tee. Und alle blieben bei ihr. Für immer. Die Gräuel, die in diesem Haus geschahen, haben das Gemäuer bis in seine Grundfesten erschüttert. Auch wenn ein Haus nicht unbedingt ein fühlendes Wesen ist, haben wir die Pflicht, die unsichtbare Welt zu schützen. Ring ans Licht, was niemand ahnt. Enthülle den Sterblichen die Leichen. Eine einzige wird jedoch nicht genügen, um der skeptischen Polizei klarzumachen, dass hier unheimliche Dinge vor sich gehen. Ja, ich würde sagen, die Aufgabe ist klar. Wir haben hier, was waren das jetzt? Vier? Drei? Ich habe gerade nicht mehr mitgezählt, ist egal. Doch, waren drei, ne? Genau. Und, ich würde sagen, ich gehe das Ganze jetzt ein bisschen schneller an. Ich weiß nämlich wieder im Groben, ich habe das damals ja, wie gesagt, hier schwer gesuchtet. Und deswegen, ich kann mich wieder relativ gut dran erinnern, was alles gebraucht wurde. Deswegen muss ich jetzt mal, ich muss gerade noch mal ganz kurz gucken. Also ihn braucht man auf jeden Fall. Also die drei braucht man auf jeden Fall, warte mal. Was wäre denn noch ziemlich gut? Also wir müssen den Elektriker nochmal oben von dem Dach irgendwie holen. Da weiß ich aber, wie es geht. Ich weiß auch, wie mir die Leute dann dahin locken, damit sie das auch finden. Aber das ist alles so eine komplizierte Sache, ey. Da hat man sich damals als kleiner Junge so rumgeprügelt mit. Ah, okay. Was war noch? Genau, wir haben unten den Kerl bei der Heizung. Den kriegen wir mit Stonewall. Ja. Verdammt. Ich will dann das Lied brauchen wir nicht. TK-Sturm. Ja gut, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch die. Dann nehmen wir uns die Weather Witch noch mit. Obwohl, ich weiß noch, ob wir den Sirenengesang gebraucht. Doch, nehmen wir mit. Und Feuer! Enthüllen den Sterblichen die verborgenen Leichen. Okay, wir müssen hier oben den Leichnam müssen wir irgendwie für die Sterblichen sichtbar machen. Das geht ganz einfach, indem wir
den hier an das Klavier binden. Ich kann mich noch dran erinnern, das ist der Hammer. Bisschen Kälte zaubern. Und jetzt wird den Sterblichen kalt. Die wollen ein Feuer entzünden, wodurch sie durch eine starke Rauchentwicklung anfangen, in dem Kamin rumzustochern. Verdammt nochmal, ich spoiler hier schon wieder wie ein Arsch. Ach, ihr werdet es gleich selber sehen. So, okay. Was war noch? Genau, hier unten. Machen wir den an die Erde fest. Lass uns mal so die Erde ein bisschen zittern. So, also die Sterblichen können den jetzt sehen. Aber gehen sie auch runter? Das ist die Frage. Und zwar, ich glaube, das müsste mit rasselnden Ketten eigentlich ganz gut klappen. Kommt mal hier runter, Mensch! Hört mal auf, da oben immer so rumzuquatschen. Alle hier runter. Nee, die können wir auch nicht. Ah, das ist das Blöde. Man können die nur an den Durchgang binden. Das ist doof. Ja, kommt ihr jetzt mal runter? Komm. Put. Nein. Nein, was machst du? Ah, okay, er geht runter. Der Greg. Yeah, Greg. Guck durch das Loch. Guck durch das Loch. Ja, gut, wir haben da oben angefangen, ein Feuer zu entzünden. Oben in den Raum, in dem ich den Geist festgebunden habe. Aber jetzt entwickelt sich ein paar Stockwerke höher halt ein starker Rauch. Weil halt oben durch den Leichnam alles verstopft ist. Warum das nicht früher aufgefallen ist, weiß ich nicht. Ah, und er guckt jetzt durch das Loch. Wunderbar. Ja, guck. Ja, schön. Sieh ihn dir an. Nein, er stirbt nicht. Er kriegt jetzt einfach nur Angst gemacht. Der läuft jetzt los. Ja, lauf los. Und hol jemanden. Der Jammerlappen hier ist verbraucht. Zeit für eine Teepause. Wunderbar. Wunderbar. Gut, Numero Uno befreit. So. Hier. Hallo, mein Herr. Oder meine Dame. Oder was immer Sie sind. Könnte ich Sie für unsere Gesichtspflege interessieren? Passend zur seidigen Feuchtigkeitscreme für die Nacht haben wir hier das nicht schäumende, revitalisierende Waschsyndet und ein rein pflanzliches Erfrischungstonic. Darf ich Ihnen etwas Duft aufsprühen? Ich würde Ihnen unsere Linie gerne an eine der Damen des Hauses vorführen. Sicher findet sich in unserer exklusiven Auswahl an Düften und Kosmetikartikeln das eine oder andere für Sie. Und das geht eigentlich auch relativ einfach. Und zwar... Wenn die die einfach mal hier ansehen würden, das reicht eigentlich schon vollkommen. Wer hat denn die Tür geöffnet? Nein, Kind. Och Gott. Kind, was machst du die Tür auf? Geht doch mal nach oben. Nein. Na gut. Dann bleibt hier. Die Polizei ist angekommen. Lass sie ihre Untersuchung durchführen. Okay, wir haben das Kind gerade irgendwie so ein bisschen in Ohnmacht gebracht. Haha, in Ohnmacht gebracht. Warum geht ihr nicht mal nach oben, Mann? Bestaunt die Kriechpflanzen. Ja, wir brauchen noch mal oben so ein bisschen Plasma für die Geister. Sonst hat das alles keinen Sinn. Ah, wow, wow, hier ist jemand. Mein Gott. Geh hier rein. Wie konntest du den Rauch eigentlich nicht sehen, als du auf den Pott gegangen bist? Wie? Oh, warte. Ja, guck. Und überleg dir, warum da Rauch ist. Ist jetzt gerade weggegangen. Was geht der weg? Doof oder so? Komm zurück! Sieh dir doch mal den Rauch an. Jeder Normale würde jetzt anfangen, da drin rumzustochern.
Nein, du gehst weg, du bist doof. Was ist er denn für einer? Grandpa. Er wird schnell wütend, bla 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 bla. Na. Und ist auch so ein bisschen wahnsinnig. Ja, das kann ich verstehen. Okay, jetzt kommt ein normaler. Wer ist es? Der Steve. Steve ist unsere Rettung. Die sterblichen Gesetzeshüter haben eine Leiche entdeckt. Die Polizei wird den Fund dieses Körpers melden. Doch erst die Entdeckung einer zweiten Leiche wird zu einer ausführlichen Untersuchung führen. Jetzt ist er schon wieder weg. Ach so, der liebe Grandpa, der war doch ein bisschen schlauer. Da er es selber nicht erledigen kann, ruft er kurzerhand jemanden an, der es kann. Das ist schon mal sehr intelligent. Das ist cool. Wow. So, und jetzt? Bitte? Kommt jemand? Kommt? Ah, der liebe Steve. Vielleicht kann er uns ja doch noch helfen. Nachdem er ja eben so eine Flasche war. Los, Steve! Ja, brech die Tür auf! Der Handwerker ist angekommen. Könnte beim Enthüllen der Leichen dienlich sein. Vision. Ah, fuck! Sie haben eine zweite Leiche gefunden. Zeige sie der Polizei und der Sieg ist dein. Stimmt ja. Hier muss aber eine Frau hin. Ah, stimmt. Das muss ich ja eine Frau ansehen. Ach. Nein. Oh, da ist eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Oh, wie toll. Oh, nein. 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 Hey, was machst du? Nicht an den Spiegel. Geh ins Nachbarzimmer. Oh, bitte, jetzt habt ihr doch... Oh, sie hat's gehört. Oh, ist das schön. Sie ist doch nicht total doof. Wer ist das denn? Demacia. Geh ins Zimmer! So. Okay, bitte! Ah! Fuck. Stimmt. Ah! Nein. War ja gar keine Vision. Die sollte einfach nur das Produkt ausprobieren. Probier das Produkt aus. Probier das Produkt aus. Ja, sie probiert's aus. Wunderbar. Schön, sie hat's ausprobiert. Vielleicht würde das Rouge Gnefrau besser stehen, wenn ihre Gesichtsfarbe etwas blasser wäre. Wollen wir es mal ausprobieren? Wunderbar. Aber was ist jetzt hier? Ah, okay, er stochert. Okay. Er stochert. Ach, tut gut, das alte Ektoplasma zu strecken. Und jetzt setze ich diese Witzfiguren mal ein bisschen unter Strom. Ja, das ist noch ein guter Kerl. Der kann uns noch behilflich sein. Kann ich die jetzt eigentlich vertreiben? Kann ich euch jetzt vertreiben? Ja, ist doch in Ordnung. Ist alles normal. Ich meine, bisschen Donner so im Flur. Nein, das war nicht der alte Grandpa auf der Toilette. Ja, okay. Könnt ihr euch jetzt verdammt nochmal irgendwie diese... Ah, okay, warte mal. Er führt die jetzt schon nach oben. Und dann nutze ich auch gleich da oben die Gunst der Stunde. Und, ja. So, ihr habt jetzt ein bisschen Angst. Habt Angst, habt Angst. So, wunderbar. Okay.
So, die Polizei guckt die Stadt jetzt an. Ja, guck es dir an. Was ist das denn? Ist es ein Kopf? Sein Kopf. Und ein paar Arme und Beine. Aber sie gehen einfach weiter. Das ist, ja. Er ist halt der Norman, Detektiv Norman. Gratuliere, deine Spukziele sind erreicht. Wunderbar, Level abgeschlossen. Ja, das ging doch. Ich bin zufrieden. Und ich war wieder zu langsam. Aber das Level, da habe ich irgendwie noch nie so richtig mitgehabt mit diesem Suchen und Finden Spiel. Deswegen werde ich da wahrscheinlich auch nicht nochmal spielen. Ja, wir nehmen es einfach mal hin. Dann haben wir hier Beschwörer verzweifelt gesucht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Dann tschüss.